Herzlich willkommen auch heute wieder zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Über folgende Resonanz habe ich mich sehr gefreut. Da schreibt jemand: Gerade komme ich frustriert von der Arbeit in einem Familienbetrieb. Da höre ich Hoffnung um 12. Ich soll da blühen, wo ich bin. Da, wo mein Platz ist. Danke, das hat gerade richtig gepasst. Das richtige Wort zur richtigen Zeit. Jetzt geht es mir wieder besser. Wie schön. Hoffnung um 12, ja, wir wollen dich ermutigen. Die Kraft, die größte Kraftquelle ist ausgegossen. Dazu gleich mehr. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de oder im Chat. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das Telefon heute nicht geschaltet ist. Wir haben heute Pfingstmontag und da möchte ich nochmal das Thema Pfingsten aufgreifen. Und es ist nicht nur ein Thema, es ist etwas, womit du leben kannst. Lass mich kurz mal die ganze Geschichte aufrollen. Jesus kam für unsere Sünden auf diese Erde, ging ans Kreuz, ist gestorben und die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes, lass es dir wirklich auf der Zunge vergehen, die hat Jesus von den Toten auferweckt. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, ich werde euch einen Tröster senden, den Heiligen Geist. Den können wir in uns haben, wenn wir Ja zu Jesus sagen. Aber am Pfingsten, als der Geist Gottes richtig ausgegossen wurde in seiner ganzen Kraft, kam diese Kraft in uns und diese Kraft ist für uns da. Stell dir vor, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, die kann in dir leben. Empfange sie und lebe mit ihr. Es ist eine ganz andere Dimension. Es ist nicht einfach nur Christ sein, in den Gottesdienst gehen, sondern leben in der Kraft Gottes. Und das ist das, was wir alle brauchen. Danke, Herr, dass du auch heute jetzt jedem klar machst, dass es noch mehr gibt. Herr, dass es mehr gibt, dass es die Kraft, die Auferstehungskraft gibt, weil du sie für uns ermöglicht hast. Herr, ich danke dir dafür, für Pfingsten. Lass ein jeder Pfingsten erleben. Danke, Herr. Amen. Amen. Viele Gebetsanliegen erreichen uns und da schreibt uns jemand Folgendes per E-Mail. Ich bitte um Gebet für eine Frau. Sie leidet an schweren Schlafstörungen und Schlafmittelabhängigkeit. Hinzu kommen starke Schmerzen in den Beinen und im Herzen. Herzlichen Dank. Jesus, und wir bitten dich jetzt auch für diese Frau, die so leidet unter Schlafstörungen und Schmerzen. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Friede in ihr Herz hineinkommt, dass dein Friede in ihrem Leben sich ausbreitet und dass sie wieder schlafen kann. Danke, Jesus, dass du auch diese Schlafmittelabhängigkeit ans Kreuz genommen hast und dass sie entmachtet ist, dass sie nicht mehr abhängig ist von Schlafmitteln, sondern abhängig von dir. Und ich danke dir für das, was du tust in ihrem Leben, dass du alles umkrempelst und dass du auch die Schmerzen in ihren Beinen und am Herzen wirklich wegnimmst, dass es sich wirklich erledigt hat durch das, dass dein Friede in ihrem Leben groß wird und sich ausbreitet. Danke, Jesus, dass du alles heilst, alles, woran sie leidet. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen. Sehr geehrte Herr und Frau Müller, schreibt da jemand, es ist mir ein Anliegen, Gott um Hilfe zu bitten für meine Tochter. Sie hat seit der Pubertät starke Akne am Körper und Gesicht. Bitte betet für sie, dass sie geheilt wird. Danke für ihr Gebet. Jesus, und wir bitten dich jetzt für diese Tochter, dass du sie reinigst, dass du ihre Haut reinigst. Und ich danke dir, dass du auch heute noch diese Macht und diese Kraft hast, sie zu reinigen. Danke, Jesus, dass du das tust und dass auch ja, dein Heilungskraft durch ihre Adern fließt, dass auch das Blut wieder vollständig in Ordnung ist, dass das, was diese Akne auch verursacht, auch hormonell oder egal was es ist, dass es bereinigt ist, dass es besiegt ist. Und wir danken dir für vollkommene Heilung. Danke, Jesus, dass sie wirklich so eine Haut hat,
wie du sie geschaffen hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns deine Anliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns Folgendes: Ich bitte um Gebet für meine demente Mutter. Sie ist so unruhig, unberechenbar und eigensinnig und manchmal richtig böse. Und um Kraft und bessere Nerven für mich. Ich schaffe es nicht mehr. Ja, das ist wirklich herausfordernd. Und da möchten wir auch beten. Herr, ich danke dir dafür. Herr, dass du jetzt diese Situation kennst. Und ich danke dir dafür, dass bei all dieser Krankheit und den normalen oder üblichen Symptomen, Herr, du eine Veränderung schaffst. Ich danke dir dafür. Herr, schenk auch dieser Person, die pflegt, Herr, richtig neue Kraft. Und Herr, wir bitten dich um Veränderung in dieser Situation. Herr, danke, Herr. Auch wenn es eine übliche Reaktion ist und üblich ist, Herr, wir dürfen dich bitten, Herr, berühre du, verändere du. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen. Liebe Isolde, lieber Daniel, ich bitte um Gebet für den Sohn meiner Freundin. Er hatte eine Operation wegen Darmkrebs und liegt nun seit 5 Wochen auf der Intensivstation. Er muss sich ständig erbrechen und die Ärzte können den Grund nicht finden. Deshalb bitte ich um Gebet für ihn. Danke für euren Dienst und eure Unterstützung. Herr, ich danke dir dafür, auch für diese Situation. Und Herr, danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass du wirklich den Ärzten die Weisheit schenkst, den Grund zu finden, den Punkt zu finden, der gelöst werden muss. Und ich danke dir dafür. Schenk da sehr viel Weisheit. Und Herr, danke, Herr, schenk du Heilung. Herr, danke, Herr, dass dieser Mann ganz gesund, Herr, von diesem Krankenhaus entlassen wird. Herr, nicht mit einem "Ich weiß nicht und Sie müssen mal schauen und kommen Sie wieder, wenn Sie noch Beschwerden haben." Nein, Herr, als gesund entlassen wird. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gott. Und auch im Ausland schauen und hören uns viele Menschen zu. Und da schreibt uns jemand aus Italien: Unser Nachbar, ein Supermarkt, hatte plötzlich angefangen, nachts auszuliefern und wir konnten so nicht mehr schlafen. Sogar anzeigen wollte er uns, wenn wir uns nicht damit abfinden wollten, dass er nachts auslädt. Nach vielen Monaten der Bitte an den Nachbarn, uns doch in Frieden zu lassen, ohne gutes Ergebnis, habe ich um Gebet und Hilfe von euch gebeten. Und von da an kam kein LKW mehr nachts und auch keine Anzeige. Das ist nun schon 1 Jahr her. Danke auch an euch, dass ihr für uns gebetet habt. Wie wunderbar, wenn man doch wieder schlafen kann. Und ein anderes Zeugnis: Danke für eure Ermutigungen und Gebete für meine Familie. Mein Sohn wurde frei von Zigaretten und Enkelkind hat eine Arbeitsstelle gefunden. Am 9. November habt ihr in Bern für mich wegen meiner Depressionen gebetet. Ich bin geheilt. Lob und Preis unserem Gott. Ja, das ist wunderbar und da kann man wirklich Gott danken dafür. Das ist so schön, wenn Gott heilt, heilt er auch auf die Sicht und nicht nur für einen Moment, wo die Leute sagen, ja, das waren die Emotionen, wäre es einen Tag besser gegangen. Solche Sachen gibt es auch, aber was Gott heilt, das hat Bestand. Und lass es uns wissen, wenn er irgendwas bei dir getan hat. Egal in welcher Situation, nicht nur Heilung, sondern wir haben gerade gehört, dass die LKWs nicht mehr kommen. Und es gibt im ganzen Leben so viele Dinge. Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, Pfingstmontag, ich hatte es von der Kraft des Heiligen Geistes. Stell dir mal die größte Kraft vor, die es auf dieser Erde gibt. Schau mal, was für dich die größte ist. Für manche ist es Atom, für manche sind es Zyklone, Stürme oder was auch immer. Das, was für dich die größte Kraft ist auf der Erde, schreib sie mal auf ein Blatt. Und dann schreibe darunter: Die Kraft des Heiligen Geistes ist größer. Dass du mal eine Vorstellung bekommst, was für eine Dimension in dir lebt,
weil der Heilige Geist in dir lebt. Du darfst uns gerne deine Anliegen senden. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass heute das Telefon nicht geschaltet ist. Ja, wenn du uns noch nicht abonniert hast, das heißt YouTube noch nicht abonniert hast, dann mach es doch jetzt. Wir freuen uns drüber und du bekommst jedes Mal eine Info, wenn wir was Neues haben. Wir sind täglich für dich da. Nicht immer live von hier oder von Gebet live oder aus dem Gottesdienst, aber wir haben ständig Fernsehsendungen. Schau auf unsere Tafel, wo die ganzen Fernsehsendungen sind, oder auf unsere Webseite. Wir sind für dich da. Wir verabschieden uns und wünschen dir noch einen gesegneten Tag. Alles Gute und Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.